Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar das Early Access Spiel City Game Studio. Ich glaube, der Name sagt schon, worum es sich handelt. Und zwar, wir haben in einer Stadt ein Game Studio. Dieses Spielprinzip ist ja schon durch Game Dev Tycoon oder andere Spiele bekannt. Nur hat dieses Spiel nicht nur den Status Early Access, sondern auch neue Elemente, andere Elemente und zum Teil bessere Elemente. Ich würde mal sagen, wir beginnen mal einfach ein Spiel, beziehungsweise ein neues Spiel anzufangen. Na komm, machen wir so. Ich bin sowas immer total schlecht. Ach, wisst ihr was? Machen wir mal so, Strategiespiele. Schwierigkeitsgrad mache ich erstmal einfach, weil ich habe zwar schon ein bisschen reingeschnuppert, sag ich mal, aber ja. Ist ein bisschen komplex. Bereit, die epische Geschichte der Videospielindustrie von Anfang an zu erleben? Also fehlt wahrscheinlich ein An, ist halt Early Access und so. Willkommen in City Game Studio. Fang an und erstelle dein erstes Spiel. Wenn Sie ein gutes Spiel erstellen, können Sie im City Game Studio Fortschritte machen, Geld verdienen, Fans und Erfahrung sammeln. Ja, das ist das Spiel. Ich mache mal Pause. Wir haben hier unser Studio. Wir sollen jetzt ein Spiel erstellen. Wir haben hier den Posteingang. Dann haben wir neue Mitarbeiter, beziehungsweise die Mitarbeiterübersicht. Auch in welchem Studio die sind, was der Status ist und so. Was der da so drauf hat, der Mitarbeiter. Und wir könnten jetzt rein theoretisch welche einstellen. Aber wir haben jetzt erstmal das Tutorial und wir sollen ein Spiel erstellen. Ja, das ist die Übersicht, um ein Spiel zu erstellen, beziehungsweise die Spielbibliothek auch zum Teil, weil wir haben hier Spieleberichte, Spielverlauf, ein Spiel portieren, Spielangebot veröffentlichen, normale Veröffentlichung. Ebenfalls können wir hier die Plattform auswählen. Oder? Doch, müsste die Plattform sein, meines Wissens nach. Dann können wir hier das Genre, selbst Erotik könnten wir rein theoretisch hier auswählen. Und Ninja ist gerade ein bisschen gefragt, singt aber. Und Filmadaption, naja, okay, wir nehmen mal Ninja. Machen daraus ein Actionspiel, auch wenn Strategie unser Element ist. 100, ach 100 Dollar nur, ich habe gerade 100k gelesen, keine Ahnung warum. Ja. Hier könnten wir rein theoretisch auswählen, welches Studio wir nehmen wollen, wenn wir mehrere hätten. Nehmen wir mal Ninja City. Können wir die Größe auswählen? Brauchen wir aber mehrere Mitarbeiter. Und es wurde eine Plattform freigeschaltet. Achso, okay. Ja, gut. Wir können jetzt ein Spiel ankündigen, mache ich mal schnell. Hier haben wir halt immer wieder so Informationen über alles drum und dran. Es gibt viel Hype um das Spiel. Hype. Okay. Gut, kommen wir erstmal zu diesem Bildschirm. Hier sehen wir quasi wieder Thema. Genre. Doch, ja, Genre. Wie der Stand der Entwicklung ist. Wie viel das kosten wird, dieser Schritt. Wie die Dauer ist. Wenn ich hier irgendwas verändere, schrumpft oder sinkt nicht nur die Dauer, der Preis steigt oder sinkt und der Arbeitsaufwand. Der Arbeitsaufwand ist sehr, sehr wichtig. Darauf komme ich gleich. Dann können wir hier die Zielgruppe und wieder unser Gerät, worauf wir sind. Weil das Problem ist, wenn du den Arbeitsaufwand in den einen roten Bereich bringst, dann wird das Spiel entweder total schlecht oder total schlecht. Sprich, man muss
ein vernünftiges Mittelmaß finden. Ich mach mal hier überall 63. Dann ist er so knapp in der Mitte. Ach genau, und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter später werden müde. Das wird symbolisiert durch diesen Balken. Ist der hier hinten, werden sie müde, arbeiten ineffizient und so weiter und so fort. Und schlafen lassen kann man sie mit dieser Sprechblase. Hier sieht man den Fortschritt. Einmal wie der aktuelle Stand ist, also wie der aktuelle Entwicklungsknoten ist vom Design. Wie viele Punkte Design hat, Technologie und Perfektion. Wie der Preis ist, in welchem Studio das ist und wie der Hype ist. Wenn wir mehrere Studios hätten, könnten wir auch hier auswählen, in welches wir gehen wollen sozusagen. Aber wir haben nicht mehr Spiele und ich mache mal ein bisschen schneller das Spiel. Hier unten sehen wir unser Geld, was wir maximal haben und wie viele Einnahmen wir haben im Moment. Draufklicken bringt was. Wir haben keine Hypotheken, oder? Ne, haben wir nicht. 0 Dollar Hypothek. Haben nur Gehalt von mir und so weiter und so fort. So, dann, wie ihr seht, ihr seht, die Nadel hat sich nicht verändert. Also das heißt, es ist nicht pro Knoten, sondern insgesamt. Das machen wir dann auch wieder. Machen wir mal auf 65, würde ich mal sagen. Knapp 65, ob nun jetzt. Ist ein Pi mal Daumen, ne? Aber wenn wir jetzt nämlich das schon hier nach 100 machen würden, dann wäre er schon fast im roten Bereich. Das heißt, der nächste Knoten hätte nicht genug Platz. Und weiter. Hier können wir nichts irgendwie anklicken. Bis auf hier oben das. Option und Spiel verlassen. Unsere Fanbase ist auch nicht gestiegen oder so. Woher auch, ne? Wenn das Spiel fertig ist, dann kann ich euch noch ein bisschen mehr zeigen. So, dann wieder 65. Ich habe von ein bisschen weniger genommen, aber egal. So, das dauert wieder 65 Wochen. Das Spiel kostet uns insgesamt gerade 7.000. Wird wahrscheinlich so auf die 8 bis 9.000 steigen. Na, ich schätze 8,5. Mensch. Ah, okay. 9.000. Warum auch immer der jetzt so gestiegen ist. Und hier können wir den Preis festlegen. Ich mach mal 9. Ninja City heißt das Spiel. Es ist ein Action-Ninja-Spiel. Und hier sehen wir den Fortschritt der einzelnen Mitarbeiter. Quasi wie viele Erfahrungspunkte sie bekommen haben und wie viele Erfahrungspunkte sie im Moment haben. Im Bereich Design, Technologie und Perfektion. Da wir nur einen Mitarbeiter haben, ist natürlich der Fokus quasi gleich. Oder die Verbesserung. So, herzlichen Glückwunsch, du hast dein erstes Spiel entwickelt. Nun kannst du einen Bericht erstellen, um bei der Einschätzung der Technologie, Design und Perfektionspunkte zu helfen. Eine Obduktion ist ein Bericht darüber, was während der Entwicklung des Spiels richtig oder falsch gelaufen ist. Es gibt ihnen Hinweise. Ich finde es auch lustig, dass hier oben du und hier unten ihn steht. Naja. Lassen wir mal schlafen. Und, hier sehen wir die Spielemagazine und ihre Bewertung. 100 ist das Maximum. Und darüber steht halt, wie viel wir bekommen haben. Und dann steht hier, was die darüber schreiben. Zum Beispiel Wikiplayer sagt zu unserem Spiel 57 von 100 Punkten und gewürzlos. Okay. Ninja City, Game 2 meinte ich, sagt 59 von 100. Bescheiden, aber interessant. Und ich bin anscheinend irgendwie auf die Taste gekommen oder so. Oder es ist ein Bug, keine Ahnung. Aber ich konnte mir leider die anderen nicht mal angucken. Jetzt sollen wir noch ein Spiel entwickeln. Wir nehmen... Ach, hier kann man auch angucken, wie das Trending allgemein ist. Und zwar Grusel steigt gerade. Das heißt, wir nehmen Grusel. Ist das ein Abenteuer? Ja, machen wir mal ein Abenteuer. Können hier leider nichts anderes auswählen.
könnten einen Spielbericht machen. Machen wir mal einen Spielbericht erstmal. So. Visuelle Aspekte passen gut zum Genre Action und Animation passt gut zum Action-Thema. Okay, das heißt, mit Abenteuer. Grusel. Oh Gott, das ist schwierig gerade. Egal. Machen wir Start. So, 65. 65 Wochen und das Spiel ankündigen natürlich. Achso. Es gibt einen Hype um das Spiel. Und hier rechts sehen wir einmal, wir haben zwei Fans dazu bekommen. Plus unsere Einnahmen von dem Spiel im ersten Monat waren 32.000, 34.000. Jetzt haben wir hier wieder eine E-Mail bekommen wegen dem Spiel. Was für Ninja City? Ich weiß, wie sehr du meine E-Mails liebst. Hier sind wir also, da wir gute Verkäufe beobachten können. Habe ich einige Berechnungen angestellt und heute werden wir über die Verkäufe von Ninja City sprechen. Ninja City ist diesen Monat nicht allzu schlecht, nach meiner Einschätzung. Wird es diesen... Okay, gut. Sorry, wenn ich jetzt immer zu abbreche, aber das ist... Da muss ich immer überlegen, Kopf, was da eigentlich fehlt oder ob ich irgendwas überlesen habe, aber... Ninja City hat sich in diesem Monat nicht allzu schlecht verkauft. Nach meiner Schätzung wird es den Umsatz um 7% verbessern. Ich weiß manchmal auch nicht so wirklich, ob da jetzt irgendwie ein Wort fehlt oder aber ob das Spiel bzw. die Engine das nicht ganz schafft. Aber gut, wir stecken da nicht als Entwickler hinter, können da nur raten. Und jetzt haben wir hier ein Event, sag ich mal. Und zwar die Mitarbeiter von Home Studio haben eine streunende Katze gefunden, die hinter einem Müllcontainer versteckt war. Die Katze ist super kuschelig und ich wurde schon einen Namen gegeben. Was willst du tun? Das ist irgendwie so ein Google-Übersetzer-Ding, ey. Adoptieren wir sie mal. So. Haben wir jetzt leider hier keine Katze? Schade. Ich dachte, wir haben jetzt so eine Kätzchen. Auch weil ich mehr der Hundefreund bin. Um ehrlich zu sein. Achso, das ist nur der Stadtplan. Nachher haben wir nämlich die Aufgabe, noch das Büro ein bisschen aufzuwerten, sag ich mal, indem wir Möbel kaufen. Das Problem dabei ist aber, es gibt irgendwie keine Option, finde ich. Also gut, ich habe es vielleicht auch vorhin übersehen, weil ich das einfach nur mal testen wollte, wie das Spiel so ist und ob das gut läuft und so. Und ob ich das zeigen kann. Aber irgendwie weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, nachher. Das macht aber echt gut Plus. Das ist krass. Ein halbes Spiel brauchen wir noch. Nein, Spaß. Einen von zwei Spielen habe zum Entsperren vom Stadtplan fertig. Haben wir eigentlich was im Spam-Ordner? Nee. So, haben wir wieder den Standard-Bildschirm und es hat Bling gemacht. Das heißt, der Mitarbeiter Phil ist um eine Stufe in jedem Bereich gestiegen. Also nicht nur wegen dem... Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Egal. Grusel. Ich habe nämlich überlegt, wie ich das Spiel nenne und dann... Mist, wolltest du noch was sagen? Egal. Da wir eine Katze haben, nennen wir es einfach mal die Gruselkatze. Sieh hoch, dort draußen wartet eine ganze Welt auf dich. Du kannst nun die Karte benutzen. Besuchen Sie die Stadt, werfen Sie einen Blick auf den Wettbewerb und überprüfen Sie, wo sich Ihr Studio befindet. Machen wir gleich, ich setze ihn mal zum Schlafen hin. Oh, ist nicht schlecht. Die Bewertungen sind auch nicht so schlecht. Ein einfaches, aber... Aha, Game Over. Der Gruselkatze fehlt Perfektion. Gut. Dann gehen wir mal auf die Karte. Und ja, das ist die Karte.
Hier können wir Studios mieten. Wenn wir Geld hätten und Bock drauf hätten. Und der Umsatz ist ausgezeichnet. Krass, okay, ja, ich sehe es. So, hier ist Rockstar Games, oder? Wer ist da? Ja, schade. Ah ne, das ist da Rockstar Games, ne? Rock Sun heißen die. Was ist hier? Snowstorm Entertainment. An wen ist denn das angelehnt? Es wird Zeit, eine stilvolle Bürogestaltung zu machen. Oha. Gott, wir gehen ja durch die Decke hier bei den Einnahmen. Was haben wir hier? East Forest Studio. 4K. Okay. Krass. Also das Spiel hat ja echt viel Profit gemacht. Und das steigt ja eigentlich noch, ne? Not bad, not bad. Personal einstellen. Und an einer Konferenz sollen wir teilnehmen. Ach hier. Schreibtisch, Metalldunkel. Können wir überhaupt hier noch einen hinsetzen? Wow. Das heißt, passt nicht. Cool. Oder warte, ich kann ja ihn hier ein bisschen weiter nach. Na gut, dann eben so. Okay, schlafen lassen wollte ich ihn eigentlich jetzt nicht, aber egal. So, dann Schreibtisch Metallic. Ja, perfekto. Perfekto grando. So, oh Gott, der kostet aber viel. Dann sollen wir einen Mitarbeiter einstellen. Können wir nicht. Cool. Warum nicht? Ey, es ist doch ein Witz, oder was? Ach so. Ah. Ui. Dann setz mich mal da hin. Ah, er hat kein Computer. Fällt mir gerade auf. Kann ich auch gar nicht kaufen. Verdammt. Okay, gut, dann setzt du dich mal da hin. Hey, das ist noch verkaufen irgendwie? Backstage oder Delete? Okay, gut. Kann das wieder dahin und das kann dahin. Machen wir mal ein neues Spiel und zwar, wir machen jetzt ein Strategiespiel. Und zwar, was steigt gerade? Spion. Kann man mit Spion ein Strategiespiel machen? Na gut, also rein theoretisch. Machen wir mal Simulation. Machen wir mal so. Der Spion auf dem Baum. Mysterious. So, und hier haben wir aus irgendwelchen Gründen nur diesen kleinen Balken. Ich weiß bisher nicht, warum. Also ich kann dazu echt nichts sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ob das schon vorher definierte Sachen sind oder so? Wer weiß es. So, oh. Was war das denn eben? Achso, das war Geld, glaube ich, ne? Ein Spion auf dem Baum wurde bekannt gegeben. Der Spion auf dem Baum. Es wird auf Elyse verfügbar sein. Es gibt viel Hype um das Spiel. So, dann einmal dritte und weiter. Das Spiel werden wir noch beenden, plus die ersten Referenzen lesen. Und veröffentlicht wurde es. Aber Watagi, welche Plattform soll denn das bitte sich wenden?
Oder ist das Atari vielleicht? Watagi? Atari? Welches Jahr sind wir? 77? Ne, ist das, glaube ich, zu früh. Ich meine, die findest du sowieso schon spannend, dass im Jahre 77 sowas, also, wann wurde... Kann ich mal live googeln schnell? Erste Spielplattform. Wüsstest du das wahrscheinlich genau sofort? Spielplattform. Ja, wow. Okay. Machen wir mal 9 Dollar. Mal gucken, was die Presse sagt. Das sind aber keine guten Werte. Für Perfektion. Na toll. Hier finde ich jetzt gerade nur... Muss ich nachher mal gucken. Ein Virus entfesselt? Wow. Nur Home wird angegriffen. Ich würde jetzt am liebsten nur Home in Anführungszeichen machen. Das ist doch lächerlich. Kackvirus. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir ruhig, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao.